Muss schon sagen, cooles Szenario. Man sieht zwar etwas die 10 Jahre alte Grafik, aber das Szenario ist echt cool. Ganz so vertrauenserweckend scheint mir das hier nicht zu sein. Ich glaube, ich sollte aufpassen, wo ich hier hinlaufe. Oberteil scheint stabil zu sein, aber hier unten ist alles morsch. Ist aber eine Kiste, zu der ich hin will. Suchen wir es mit dem Bogen. Sichern wir uns quasi mit dem Seil. So, noch Telekinese bereitlegen. Dinge wie das hier. Oh. Können wir einen Mana-Trank trinken, weil wir Telekinese verbraucht haben? Für den Mana-Trank, den wir jetzt wieder haben. Sehr sinnvoll. Der hat sich nicht am Seil festgehalten. Das ist schade, weil die Rüstung da drin ziemlich cool war. Ich glaube, ich lade nochmal hin. Diesmal hält er sich fest. Ah, da war gar keine Rüstung drin. Komm ich nur drauf. Ah, da hinten ist die Rüstung. Passiert jetzt aber. Ah. Ich glaube, das sollte ich nicht probieren, aber. Einfach zu verlockend. Komm schon. Okay. Passiert nichts mehr. Oh, noch mehr Spinnen oder was? Ist da. Hier sollte mal renoviert werden. Müssen wir wohl von da innen rein. Ist sie schon tot? Okay. Aber etwas effektiver. Das ist das letzte Mal. Und was haben wir noch hier oben? Ein Mana-Trank. Beeindruckend. Ah, jetzt sind wir der verbarrikadiert. Hat es einen Kampf gegeben, aber zwischen wem und warum? Hier. Zauberer, also sind die wohl von Menelek. Ein Logbuch. Lesen wir doch mal das Logbuch.
Ui, ziemlich viel Text. Das ist das Tagebuch von den Magiern von Menelek. Ich lese jetzt das nicht alles vor, aber ihr könnt ihr kurz pausieren, wenn ihr das alles lesen wollt. Also, hier hat Menelaks Expedition sich zum letzten Gefecht gestellt. Ich wette, sie haben die Aufzüge gesperrt, um die Orks abzuhalten. Der Aufzug könnte auch einfach kaputt gegangen sein, so wie der aussah. Das ist noch gut in Schuss. Glaubst du, die Orks halten das hier in Stand? Orks sind nicht dumm. Versuch es. Ja, der Mechanismus aufrechterhalten, der Lift sah aber völlig abgeranzt aus. Von hier aus können wir nur noch nach unten. Hier nach unten. Oh, sehr gut, eine Schmiede. Ihr kennt das Prozedere ja schon, aber diesmal haben wir keinen Stahlbahn, sondern einen Flammengoldbahn. Was gibt das wohl? Es wird ein Schwert hergestellt, wir nehmen den Flammengoldbahn. Was gibt das zusammen? Genau, ein Flammenschwert. Hat uns noch gefehlt, weil dieser Stab ist etwas langsam, auch wenn er wirklich cool aussieht. Nochmal das ganze Prozedere. So, ja, diese Waffe sieht schon etwas beeindruckend aus. Ich weiß zwar nicht, wie die Klinge sich jetzt gerade in diesem einen Schritt so umgewandelt hat, aber... Oh, hübsches Schwert. Jetzt müssen wir noch nicht gegen Orks kämpfen, die nahezu immun sind gegen Feuer, aber... Hui, hübscher Schaden, muss ich schon sagen. 6 Grundschaden. Liegt aber Stärke 2. Wir müssen wirklich schnell in Stärke 2 investieren. Viel fällt ja nicht mehr, nur noch 3 Punkte. Hoffen wir, das geht nicht mehr allzu lange. So, der Hammer brauchen wir nicht mehr. Wir werden noch schnell entrümpeln. Feuerfallen können wir auch zaubern. Blitzstrahl, naja. Bezirzen. Naja. Kampfstab bilden wir nicht wirklich. So, normale Dolche brauchen wir auch nicht, wenn wir Blitzdolche haben. Stab der Spiegelung. Ja, können wir mal behalten. So. Ist das Schwert, der Schild im Schuss? Ja. Gut genug. Ja, ich denke, das reicht. Gut. Ich glaube, da müssen wir wieder nach unten. Haben wir schon gesehen, der war etwas weiter unten. Ist wirklich den ganzen Weg zurücklaufen? Gibt es hier keine Abkürzung? Das fand ich jetzt etwas seltsam. Ja, sieht wirklich so aus. Na gut.
Da habe ich noch etwas gesehen. Ja, da ist doch was. Was haben wir denn hier? Überragendes Naga-Seideschwert. Also jetzt mal ganz ehrlich. 6 Schaden und eine Chance von 4% auf doppelten Schaden. Daneben haben wir das Feuerschwert, das auch 6 Schaden macht und gegen alle Feinde, die anfällig für Feuer sind, nochmal 12 Schaden. Ich weiß nicht, das ist doch wirklich lächerlich, nicht? Naja, nehmen wir es mal trotzdem mit. Schade, etwas zu tief. Ja, da kommst du aus der Puste. So, gleich haben wir es geschafft. Moment mal, da höre ich Schritte. Ah, nee, besser so. Ah, Goblins. Hässlicher Mensch. Ja, ein seltsamer Schönheitsempfinden, diese Goblins, wenn sie mich als hässlich bezeichnen. Einen schönen Elektroschock gekriegt, oder nicht? Was das? Irgendwo motzt hier doch noch einer rum. Da! Genug gespielt. Noch einer? Das sind ja wie Ratten. Ich wünschte, sie hätten noch andere Dekorationen außer Spinnen. Warum überhaupt des Eishauchs? Das ist ein anderer Aspekt, Ascher. Des Drachens der Ordnung, ehrlich gesagt, eine sehr wörtliche Interpretation. So, warte, wenn der Lift runterkommt, schauen wir das mal an. Ah, friert den Gegner ein. Das funktioniert also wie unser Kältezauber hier. Kann ich denn schon? Nein, Schießkunst 2. Ja, die Punkte will ich jetzt wirklich nicht leisten. Das Feuerschwert scheint mir da interessanter zu sein. Der bringt uns zur Kristallkammer. Sobald du den Chantiri-Kristall wieder an seinen Platz legst, gehört der Schädel uns und mit ihm ganz Arschan.
Fenrik wäre beeindruckt von deiner Leistung. Wer hat das gebaut? Diener des siebten Drachen. Sie hatten geschickte Hände und 1000 Jahre Zeit. Und warum bewachen Orks das hier? Ich nehme an, sie haben es übernommen. Sie sind nach den Kriegen des Blutes auf die Insel gekommen und ihr Schamane hat wohl die Macht des Tempels gespürt. Noch mehr Spinnen? Uah, eklige Dinger. Kein Wunder, dass die Nekromanten sie mögen. Da bin ich mal einer Meinung. Wirklich eklige Dinger. Kommt, kommt, kommt. Ausgespinnt. Führt noch ein Salzo an der höheren Hütte. Schauen wir doch mal nach. Oh oh, ich hänge in der Wand fest. Und das Ding bricht. Huh. Ich bin froh, dass wir da nicht mehr dran gehangen haben. Was haben wir hier? Ui. Das Licht hier. Stab des Seelenräubers. Stil bei Treffen Mana des Gegners. Ja, das wäre sehr praktisch. Wenn wir zu wenig Mana-Tränke hätten. Und wenn wir Magier wären, aber so. Oh, Ring des Feuerschutzes. Sehr gut, falls wir wieder auf Magier stoßen. Das Seelengewand benötigen wir nicht mehr wirklich. Haben wir. Oh! Regeneriert eure Lebenspunkte. Ja, den nehmen wir doch. Muss ich nicht immer wegen jeder Kleinigkeit das zu essen nehmen. Und wie genau kommen wir jetzt runter? Okay. Das hat ja bisher schon sehr gut gehalten. Machen wir einfach ein neues Seil dran. Und jetzt müssen wir noch irgendwie da reinkommen. Ich speichere mal, weil das sieht so aus, als ob das schief gehen könnte. Puh, Glück gehabt.